heute bei uns in Jeder gegen Jeden. Hans-Otto Wendt, Busfahrer aus Düsseldorf. Maike Moorhof, Reiseverkehrskauffrau aus Moorkirch. Daniela Heinen, Studentin aus Köln. Peter van Dornick, Holzmechaniker aus Wegberg. Andreas Marek, Bankbeamter aus Leipzig. Christoph Schwenniger, Cafetier aus Seefeld. Sonja Albert, Industriekauffrau aus Kiel-Garden. Tapio Liller, Student aus Essen. Peter Michel, Kunstmaler aus Friedberg. Und Thorsten Germann, Student aus Münster. Jeder gegen jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Gockel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeder gegen jeden. Für alle Beteiligten, für Sie, die Zuschauer und für Sie, die Kandidaten hier im Studio, noch einmal ganz kurz die wichtigsten Regeln. Wir spielen drei Runden. 3 Sekunden hat jeder Zeit, die richtige Antwort zu geben. Wer aber dreimal daneben liegt, der scheidet aus. Fangen wir an. Die erste Frage geht an Hans Otto. In welchem Verzeichnis sind Vereine eingetragen? Vereinsregister. Richtig. Maike, Ihre Frage. Wie nennt man die französische Schutzpolizei? Schupo. Gendarmerie ist es. Daniela, wer erfand den Revolver? Ein Herr Colt. Richtig, oh. Samuel Colt, stimmt. Peter, welcher deutsche Blödelbarde ließ Filmausschnitte von Edgar Wallace digitalisieren und ging damit vergeblich auf TV-Quotenjagd? Otto Walkes. Richtig, Andreas. Wie lautet die Sammelbezeichnung für alle Fasern natürlicher Herkunft, zum Beispiel Baumwolle? Stoffe. Das sind die Naturfasern. Christoph, hier ist Ihre Frage. In Thailand ist die Amtssprache Thai. Welche Handelssprache ist daneben auch zugelassen? Sehr mäßig vielleicht. Englisch. Sonja, aus wie vielen Teilen besteht eine Trilogie? Aus 3. Richtig, sagt das Wort ja schon, ne? 3. Tapio, in welcher Sportart wird der Doppelachsel gesprungen? Eiskunstlauf. Richtig. Peter, Sie müssen mir verraten, ist das ein Orden um den Hals oder eine Krawatte oder eine Fliege? Ein Riesenbrummer sehe ich auf jeden Fall. Ja? Selbst entworfen? Auf meine Anregung hin entstanden. Ja, Sie sind ja Künstler. Toll. Tolle Sache. Und geht demnächst in Serie? Bisher noch nicht. Das ist vielleicht ein Rat. Ich möchte das gar nicht. Nein? Ich will der Einzige sein, der damit rumläuft. Immer nur ein Unikat. Ist ja auch gut. Peter, Ihre Frage. Wie nennt man den Geschwindigkeitsanzeiger im Auto? Tachometer. Ja, natürlich. Und Thorsten, in welchem Bundesland liegt die holsteinische Schweiz? In Schleswig-Holstein. Ja, genau, in Schleswig-Holstein. Das waren schon die ersten 10 Fragen und natürlich folgen die nächsten 10 auf dem Fuß. Und es geht wieder los mit Hans Otto. Aus wie vielen Anstalten setzt sich die ARD zusammen? 10. Eine mehr, 11. Ja, knapp daneben, Hans Otto. Maike, welcher Fußball-Bundesligist trägt seine Heimspiele im Gottlieb-Daimler-Stadion aus? Stuttgart. Geraten? Gewusst. Daniela, wie bezeichnet man das heiße Getränk aus Rotwein und Rum, bei dessen Zubereitung ein Zuckerhut angezündet wird? Das ist die Feuerzangenbowle. Ja, uns allen gut in Erinnerung mit Heinz Rühmer, ne? Pfeiffer mit 3F, ne? War doch so. Peter, eine weit verbreitete Wiesenpflanze diente vor allem früher als Gänsefutter. Wie hieß sie oder wie heißt sie? Sie gibt es ja heute noch. Gänseblümchen, genau. Andreas, aus welchem Land stammt das Boccia-Spiel? Italien. Auch das stimmt. Christoph, in wie vielen Tagen reiste Jules Vernes Romanfigur Phineas Fogg um die Welt? In 80. Genau. Sonja, von welchem Land ist Reykjavik die Hauptstadt? Island. Auch das stimmt. Tapio, wie heißt die Kleistfigur Kohlhaas mit Vornamen? Michael. Ja, Peter. Welche Erfindung haben wir dem Berliner Buchdrucker Ernst Littfass zu verdanken? Die Littfass-Säule. Richtig. Und es war im Jahre 1855, als der gute Mann auf diese Idee kam. Und Thorsten, die letzte Frage der ersten Runde geht an Sie. Was ist die japanische Währungseinheit? Yen. Das ist der Yen. Jawohl.
Und das war die erste Runde. Kompliment an alle. 6 Kandidaten haben bislang alles gewusst. Das kann sich sehen lassen. Mal sehen, wie es weitergeht. Denn in dieser kommenden Runde, der Runde 2, da scheiden ja bekanntlich 7 Kandidaten aus. Hans Otto, welcher einst reichste Mann der Welt war Symbolfigur des amerikanischen Traums vom schnellen Aufstieg? Rockefeller. Genau. Ihr Kandidat bitte. Die 5 bitte. Andreas, wie nennt man die statistische Erhebung, um die genaue Bevölkerungszahl eines Landes feststellen zu können? Volkszählung. Richtig, das ist die Volkszählung. Die Nummer 3. Ja, Daniela. Für welches alkoholische Getränk herrscht bereits seit 1412 ein Reinheitsgebot in Köln? Für Bier, beziehungsweise für Kölsch. Ja, in Köln heißt das ja Kölsch, ja. Ne? So, wie geht es weiter? Mit der Nummer 9, bitte. Peter, wie bezeichnet man einen Schriftsteller, der unter dem Namen seines Auftraggebers geistreiche Reden oder Bücher verfasst? Ghostwriter. Auch das stimmt. Die Nummer 4, bitte. Peter, der Angriff auf welchen US-Marinestützpunkt war Anlass für den Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg? Pearl Harbor. Ja. Und ich nehme die 6. Christoph, welcher amerikanische Filmstar spielte den Polizeidetektiv Conklin in Black Rain? Vielleicht einer von den Wildecker Herzbuben. Er ist doch kein Filmstar und schon lange kein Amerikaner. Michael Douglas. Peter. Die 5 bitte. Andreas, wie heißt die japanische Mafia? Das weiß ich nicht. Yakuza. Peter nochmal. Die 9 bitte. Peter, wie nennt man die Jungtiere bei den Vögeln? Küken. Richtig. Wer jetzt? Die 3, bitte. Daniela, wer ist der derzeitige deutsche Außenminister? Das ist Klaus Kinkel. Richtig. Die 8, bitte. Tapio, wie nennt man die staatlich subventionierte Kantine für Studenten? Mensa. Ja. Die Nummer 1, bitte. Hans Otto, in welcher deutschen Stadt hat der Südwestfunk seinen Sitz? Baden-Baden. Auch das stimmt. Die 6, bitte. Christoph, wie lautet die internationale Bezeichnung für das Westjordan-Gebiet? Gazastreifen. Westbank. Und Christoph ist schon raus, Hans Otto. Sie die 5, bitte. Andreas, welche Soulband coverte 1996 den Song Killing Me Softly? Die Fugees. Richtig. Wie geht's denn weiter? Die 7. Sonja, wie heißt der Mönchsorden, der nach den Regeln des Benedikt von Nursia lebt? Benediktinerorden. Richtig. Und die 10. Thorsten, die Mode eines deutschen Couturier kann man jetzt auch über ein großes Versandhaus bestellen. Wie heißt der Mann? Karl Lagerfeld. Richtig. Die 7. Sonja, welcher Salat ist mit Rapunzel gemeint? Chicorée. Der Feldsalat oder auch Nüsschensalat. Die Nummer 3, bitte. Ja. Daniela, bei welcher Millionenstadt mündet der Yangtze-Kiang ins Ostchinesische Meer? Bei Shanghai. Richtig. Dann nehme ich die 4. Peter, wie wird die Fähigkeit genannt, Tonhöhen ohne Hilfsmittel allein mittels Gehör bestimmen zu können? Oh, da muss ich passen. Absolutes Gehör. Daniela, nochmal. Ich nehme die 10. Thorsten, 1994 wurde Silvio Berlusconi italienischer Ministerpräsident. Doch schon nach 8 Monaten war seine Amtszeit zu Ende. Warum? Es ging um Korruption. Daniela nochmal. Die 5. Andreas, wie heißt der Teil Nordeuropas, der die Länder Norwegen, Schweden und Finnland umfasst? Skandinavien. Und auch Andreas hat es erwischt. Daniela. Die 8 nochmal. Tapio, welchen Teil der Bibel erkennen die Juden als Offenbarung an?
Das Alte Testament. Richtig. Die drei bitte. Welches Instrument gehört neben Cello und Geigen zu einem Streichquartett, Daniela? Der Bass. Die Bratsche. Die Nummer 9. Am 30. November 1989, Peter, fiel ein Vorstandssprecher der Deutschen Bank einem Bombenattentat zum Opfer. Wie hieß er? Herrhausen. Richtig, Alfred Herrhausen war es. Die 7 bitte. Zu welcher Tierklasse, Sonja, gehört die Eintagsfliege? Zu den Insekten. Richtig. Dann nehme ich mal die 9. Wie viel Deziliter sind ein Liter? 10. Ja. Die 1 bitte. In welchem Land, Hans Otto, erschien das erste Comic? In Frankreich. In England. Die 2 bitte. 1949 wurde in Washington zwischen den USA, Kanada und 10 westeuropäischen Staaten ein Verteidigungsbündnis geschlossen. Wie heißt es, Maike? Die NATO. Richtig. Achso, die 8. Was ist das deutsche Wort für Rebus? Worträtsel. Bilderrätsel. Maike? Ich nehme die 9. Welches Instrument spielte Wladimir Horowitz? Piano oder Klavier? Ja. Die Nummer 4, bitte. Wie nennt man den Amts- und Wohnsitz des amerikanischen Präsidenten? Das Weiße Haus. Richtig. Die 7, bitte. Welche Speisezubereitung ist im süddeutschen Sprachgebiet mit Topfen gemeint? Das ist irgendwas mit Quark. Richtig. Topfen, Palatschinken. Ja, genau. Ich möchte 10. Das heißt, ich möchte nicht, ich nominiere sie. Wer ist der geschiedene Ehemann von Prinzessin Stephanie von Monaco? Daniel Ducret. Ja, das stimmt. Die Nummer 2, bitte. Maike, wie nennt man ein Dreirumpfboot? Katamaran. Trimaran. Die 7. Nennen Sie bitte ein europäisches Land, dessen Hauptstadt denselben Namen trägt wie dieses Land. Luxemburg. Richtig. Die 9. Wofür steht die OPEC? Für die Erdöl exportierenden Länder. Richtig. Die 8, bitte. Tapio, wie heißt die Tochter von Franz Josef Strauß mit Vornamen? Monika. Richtig. Die Nummer 4. Peter, welche synthetischen, hormonähnlichen Verbindungen fördern den Eiweißaufbau des menschlichen Körpers? Anabolika. Ja. Die 8, bitte. Tapio, was ist ein Monokel? Ein Sehhilfe. Richtig. Die Nummer 3. Daniela, wie nennt man ein farbiges, in seiner Form genau festgelegtes Abzeichen, das eine Person, Familie, Institution oder einen Staat repräsentieren soll? Ein Wappen. Ja. Die 10, bitte. Thorsten. Aus welchem Film stammt der Evergreen "Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder"? Der Kongress tanzt. Die 8, bitte. Tapio, und wir bleiben bei diesem Film aus dem Jahre 1931. Wer war das Traumpaar? Willy Fritsch und Lillian Harvey. Daniela. Die 9, bitte. Peter. Wie heißt die Methode der Erkenntnis, die sich auf Erfahrung stützt? Die Gnostik. Empirie. Der Gegensatz zur Theorie. Daniela. Die 4, bitte. Welche berühmte amerikanische Rockgruppe trennte sich 1982 und fand 1996 doch wieder zusammen? Die Purple. Die Eagles. Daniela. Die 7, bitte. Wie lautet der Ehrentitel, Sonja, aber auch die korrekte Anrede für die Kardinäle und den Großmeister des Malteserordens? Ehrwürden, Hochwürden. Eminenz. Die 10, bitte. Thorsten, welcher bedeutende deutsche Maler schuf 1933 das Kunstwerk Die 7 Todsünden? Albrecht Dürer. Otto Dix, Thorsten. Die 8, bitte. Tapio, wie heißt die vorwiegend hinduistische und nach Autonomie strebende Bevölkerungsminderheit auf Sri Lanka?
Die Tamilen. Ja? Die Nummer 9. Peter, auf welchem Geldschein ist das Porträt des Mediziners Paul Ehrlich zu sehen? Auf dem 200-Mark-Schein. Das ist völlig korrekt, ja. Die Nummer 1, bitte. Hans Otto, wie heißt die fleischfressende Pflanze, die nach der römischen Göttin der Liebe benannt ist? Die Venusfliegenfalle. Und auch Hans Otto hat es erwischt. Peter. Die Nummer 2, bitte. Ja, Maike. In welcher Operette Paul Linkes wird gesungen, das ist die Berliner Luft? Die Fledermaus. In Frau Luna. Die Nummer 4, bitte. Wie heißt der ehemalige SPD-Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein, der im März 1993 wegen der sogenannten Schubladenaffäre seinen Hut nehmen musste? Jörn Engelheim. Nein, Günther Jansen war es im März 1993. Die Nummer 3, bitte. Daniela. Wer gilt als Erfinder des Bierbrauens und als Schutzherr der Brauer und Biertrinker? Das weiß ich nicht. Gambrinus. Die Nummer 7, bitte. Sonja, wie nennt man in der Wetterkunde einen heftigen Wirbelsturm in tropischen Gebieten? Tornado. Zyklon. Die Pfiffigsten aus Runde 1 und 2 haben wir. Und nun wird sich zeigen, wer in Runde 3 die Nase vorn hat. Daniela Heinen aus Köln. Daniela geht mit einem Punkt ins Finale. Tapio Lilla aus Essen startet die dritte Runde ebenfalls mit einem Punkt. Und Peter Michel aus Friedberg beginnt die Endrunde mit 2 Punkten. Und Sie wissen ja, uns gehen niemals die Fragen aus. Hans Hermann, das Beste kommt wie immer zum Schluss. So ist es. Und Sie wissen auch, erst wird gebuzzert und dann wird nominiert. Auf geht es im Finale. Jeder gegen jeden. Hier ist die erste Frage. Welche Bestandteile des Blutes enthalten den Farbstoff Hämoglobin? Peter? Die roten Blutkörperchen. Richtig. Wie heißt der Stadtteil von London, in dem das erste und bis heute bedeutendste Tennisturnier stattfindet? Tapio? Wimbledon. Richtig. Welche mittelgroße Jagdhunderasse hat ein lebhaftes, schwarz-weiß gemustertes, kurzhaariges Fell, Peter? Dalmatiner. Richtig. Welche als Quasselstrippe der Nation bekannte Schauspielerin starb Ende Oktober 95, Peter? Gisela Schlüter. Richtig. Peter, wie geht's weiter? Ich nominiere Tapio. Mit welchem Begriff aus dem Englischen bezeichnet man eine Fahrkarte? A Ticket. Ja, Sie bestimmen jetzt. Ich nominiere mich selbst. Wie nennt man die Sprache der aschkenasischen Juden? Hebräisch. Jiddisch. Und der Buzzer wieder. Was ist die populärste Kampfsportart nach Judo? Tapio? Taekwondo. Karate. Welchen Namen trägt das Parlament von Dänemark? Peter? Folketing. Richtig. Und Sie bestimmen jetzt. Ich nominiere Tapio. Welcher französische Maler, dessen Südseebilder sehr bekannt sind, führte ab 1880 ein unstetes Wanderleben, Tapio? Paul Gauguin. Richtig. Wie geht's weiter? Daniela, bitte. Wie nennt man gezielte medizinische Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Daniela? Vorsorgeuntersuchungen. Richtig. Ich nominiere Peter. In welchem Roman von Siegfried Lenz muss der Ich-Erzähler einen Schulaufsatz zum Thema Die Freuden der Pflicht schreiben? Die Deutschstunde. So ist es, Peter. Ich nominiere Daniela. Was soll man nicht vor dem Abend loben? Den Tag soll man nicht vor dem Abend loben. So ist es. Ich nominiere Tapio. Unter welchem Namen wurde die 1915 in Paris geborene Edith Giovanna Gassion ein Star? Edith Piaf. Richtig. Daniela, bitte. Wie hieß der Film von John Huston, in dem es um die goldene, mit Edelsteinen besetzte Statue eines Raubvogels geht? Der Malteserfalke. Auch das stimmt. Ich nominiere Peter. Welche amerikanische Kunstform verfremdet banale Objekte des Massenkonsums durch Isolierung, Vergrößerung und Reihung? Die Pop Art. Richtig, Peter? Ich nominiere Tapio.
Wie heißt der Monat, der nach einem römischen Gott mit den zwei Gesichtern benannt ist? Der Januar. Auch das stimmt. Daniela, bitte. Welcher eintürige Kleinwagen wurde auch Rolls-Royce des kleinen Mannes genannt? Die Isetta. Richtig. Ich nominiere Tapio. Was ist ein Pansen? Ein Rindermagen. Ja. Peter, bitte. Welcher italienische Maler, Bildhauer und Architekt entwarf 1506 die Uniformen der Schweizer Garde in Rom? Raphael. Michelangelo. Tapio? Ich nominiere mich selbst. Durch welchen Sport wurde Nicole Uphoff bekannt? Dressurreiten. Ja. Daniela, bitte. Wie nennt man das Baumwollgewebe aus Kräuselzwirn? Zwiet. Frotte. Tapio? Peter, bitte. Wer schrieb als Appleboy-Wirtin Fernsehgeschichte? Lia Wöhr. Ja, richtig. Daniela, bitte. Was ist eine Blicke? Ein Stück im Auge. Eine Karpfenart, also ein Fisch. Peter, wie geht's weiter? Tapio, bitte. Unter welchem Namen ging Rockgitarrist James Marshall Hendrix in die Musikgeschichte ein? Jimi Hendrix. Ja, das stimmt. Daniela, bitte. Welcher Schweizer Schauspieler erhielt nach dem Tod von Josef Meinrad den Iffland-Ring? Das weiß ich nicht. Bruno Ganz und Daniela ist raus. Tapio, Sie bestimmen nach wie vor. Peter. Wie bezeichnet man die wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde? Studium. Dissertation. Und Tapio, Peter noch möglicherweise mal. Der entscheidende Schritt. Peter, wie heißt die Hauptnachrichtensendung in Sat.1? Sat.1 News. 18:30 und wir haben den Tagessieger, Tapio, herzlichen Glückwunsch. Es sind geworden 81 Punkte, einer kommt noch dazu, das sind dann 82 und ein paar Fragen haben wir noch. Sind Sie bereit? Dann bitte lassen Sie auf. Wie heißt der große deutsche Schriftsteller, der sich 1775 mit Lilli Schönemann verlobte? Schiller. Goethe. Zu welchem Staat gehören die Oakland-Inseln? USA. Neuseeland. Und das waren die Fragen des Finales. 82 Punkte und wir hören mal, wo sie stehen. 82 Punkte, Tapio. Das wird bis zum Monatsfinale am Freitag aber noch eine Zitterpartie. Ja, da warten wir erst einmal ab. Tapio, herzlichen Glückwunsch. Es hat Spaß gemacht. Kompliment aber auch an Daniela. Ich denke, auch Ihnen hat Spaß gemacht, Peter. Es ist so, nur einer kann gewinnen. Und das war heute Tapio. Er hat sehr viel gewusst. Wir sehen uns wieder. Jeder gegen jeden. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.